So kann man die Leute beschäftigen. Hochleveln bis zum Kotzreiz. Und man fällt immer wieder drauf rein. Ein niedliches Hack and Slay. Das kann man auch mal Jüngeren empfehlen. Die Drachen sind gekommen. Halte dich von der Höhlengrotte fern. Maus. Drachen. Ich wette, dass die weiße Katze irgendwie mit diesem Chaos zu tun hat. Schauen wir uns diese Höhlengrotte mal näher an. Denk daran, oft ein Nickerchen zu halten, damit wird es... Ja, das weiß ich schon. Ich wollte eigentlich jetzt mal die Hauptquest weitermachen. Das Menü hält sich auch in Grenzen. Kann ich irgendwo meine Quests angucken? Anscheinend nicht. Keine Quests verfügbar. Ja, anscheinend einfach immer den Pfeil hinterher und gut. Das ist immer noch ein sturer Sack. Ach, hier gibt's was. Ah, die Magiersuche. Gibt's aber einiges, ja. Okay. Tja, Nebenquest oder Hauptquest? Ich mach's mal die Hauptquest weiter. Jetzt kommen wir ja gar nicht vorwärts. Falls wir Monster im Innern finden, dann sollten wir sie durch Kratzen vertreiben. Einige Feinde haben eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Haben wir doch schon gesehen, oder? Versuche sie stattdessen mit Magie mit größerer Reichweite zu treffen. Ja, da habe ich ja ein riesen Repertoire von einem Angriff. Ach, hier ist ja die nächste Hütte. So sieht man da alles schön. Was ist denn das dort unten? Da muss ich mal kurz gucken gehen. Ah, das Drachenblut. Wusstest du, dass du Feedback zum Spiel auf der CatQuest Facebook-Seite geben kannst? Okay. Ja, da müsst ihr erstmal zeigen, dass das Spiel gut ist. Bis jetzt ist es gut. Also denkt dran, auf Facebook gehen, die Entwickler loben. Was haben wir dort? Komm ich da hin? Nee, noch nicht. Gut, dann machen wir die Quest weiter. Können wir einmal reingucken. Lohnt sich anscheinend. Oh, Fünfer. Attacke! Hier sollte ich doch rein, ne? Level 1 plus. Da lachen ja die Hühner. Oh, er hat doch Pfeil drauf gezeigt. Ha! Das haut schon ordentlich rein jetzt, ja. Das hat sich gelohnt. Das ist doch die Höhle von vorhin. Ah, ja. Ha. Keine Spur von der weißen Katze mit deiner Schwester zu sehen. Lass uns die Tatzen in die Hand nehmen und hier verschwinden. Na gut, ein bisschen Erfahrung zumindest. Das ist wirklich wie Diablo für Kinder. Aber macht trotzdem Spaß. Ach, dort ist er doch. Keines Felses, da ist die weiße Katze schnell hinterher. Schönen guten Tag. Wie kann so schnell was? Wie kann so ein Fellknäuel wie du meinen Drachen besiegen? Egal, ich vernichte dich einfach jetzt sofort. Au! Also ich darf nur hier sein, das ist aber nicht in Ordnung. Oh, der ist gar nicht so stark. Nein, nochmal auf der Mappe. Ha! Da hab ich da durchgespielt. Oh. Und sei nicht zu stolz, das war nur ein Klon, den ich mit einem Quäntchen meiner Macht erschaffen habe. Zweifelsohne stammt deine Macht von diesem Mal, das du besitzt. Beeindruckend. Wer bist du? Und warum hast du die Schwester meines Freundes gekidnappt? Einfache Sterbliche wie du können mich Drakut nennen.
Muhaha. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, dann folge mir. Ja, super. Wo ist er hin, der Lump? Der alte Lump. Kann ich nicht schlafen? Ach, hier ist er ja. Ich achte darauf, dass die kümmerlichen Bauern mich nicht sehen können. Sie sind es nicht wert. Siehst du, wie der große König der Katzen sich in seinen Palast versteckt? Nicht mehr als ein zitterndes Etwas, dank meiner Macht. So. Einfach ein Pfeil nach. Ohne große Worte. Ach, ich finde. Oder die nicht enden wollenden Quests dieser Stadtkatzen. Sie haben keine Ahnung, dass es meine Macht ist, die ihr Ungemach verursacht. Muhaha. Geht's hier nur hin und her? Bist du wie eines dieser wertlosen Leben, die in diesen Städten herumkriechen? Ständig betteln sie Helden auf ihren Questtafeln um Hilfe an. War das mir auch schon aufgefallen? Wie so eine Stadttor gerade, ja? Nein, du kommst mir irgendwie anders vor. Ha. Oh. Kann er nicht mal ein bisschen mehr erzählen? Und deshalb werde ich jetzt ein einfaches Spiel mit dir spielen. Erlange mehr Macht. Beweise mir, dass du deine Art über ihre schwache Hülle hinauswachsen kannst. Besiege die Drachen, die ich gerufen habe, und ich werde deine Schwester freilassen. Oje, Dragott, du bist der typischste Bösewicht überhaupt. Sind die nicht am einfachsten zu hassen? Mann, wie konnte deine Schwester in dieses Schlamassel geraten? Nun, ich vermute, wir müssen Dragott nur bei diesem kleinen Spiel schlagen, dann... Level 6. Wunderbar. Doch bevor wir weitermachen, lass uns sicher gehen, dass du auch richtig ausgerüstet bist. Okay, gehen wir wieder hier hin zum Amboss. Meister KitKat, viel zu lange her. Kiri, wie ich sagte, nenn mich einfach Kit. Super, ne? Sucht ihr Leute nach Waffen und Rüstung? Kommt rein! Das müsste ich auch mal als Sound mit reinbringen, das Miauzen. So, was gibt's denn hier Feines? Schaut mal in meiner Schatzkiste nach, um neue Ausrüstung zu kriegen. Ich will aber wissen, was ich krieg hier. Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Geht anscheinend nur so. Das ist ein Wucher. Ich brauche nicht so zu tun, als will sie mir helfen hier, mit diesen Hakennasenpreisen. Anscheinend gibt es ja nichts anderes, was man kaufen kann. Nehmen wir mal noch eine. Suchst du nach Ausrüstung? Dafür musst du 50 Gold zahlen. Dein Glück versuchen? Einmal noch, dann hör doch auf damit, ja. Was ist denn das? Magiergewand, na klasse. So ein Mist. Ja gut, hat sich richtig gelohnt. In Ordnung, wir finden einen Wachturm. Dort wissen sie, wo die Drachen sind. Ah, okay. Naja, machen wir einfach direkt weiter. Wow! Ah, Katzabenteurer, wie kann ich behilflich sein? Ja je, seid ihr Kätzchen nicht einfach super süß? Groll, nenn uns nicht süß. Ich habe jedenfalls einen Drachen gesehen, meine Herren. Ich markiere es mal eben schnell auf deiner Karte. Auszug um die Karte, okay, ja, das habe ich schon gefunden. Ah, da sehe ich es trotzdem nicht genau, aber okay. Gut, gucken wir es mal hin. Was ist denn das hier? Hat die ganzen Schilder hier hingelegt. Okay, anscheinend sind die gefährlicher.
Deswegen wahrscheinlich die Schilder. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Oh, herrlich. Ha! Miauts. Erzählen, das ist doch kein Problem. Gucken wir mal rein, was da abgeht. Vielleicht gibt es da einen Schlüssel. Oh. Ich bin da auch eine Miets. Greift mich so eine niedliche Miets an. Ey. Also das gibt's ja wohl nicht. Ey, also wie kann man denn so schnell zuschlagen? Oh, die ist richtig schnell, ja. Meine Fresse. Aber nicht mit mir. Das sind ja die normalen. Das hält ein bisschen mehr aus, ja. So. Kein Problem. Okay. Also ist egal, wenn man es öfters findet, dann wird es einfach hochgelevelt. Eine schöne Loot-Spirale. Stell mich aber an hier. So, na das lohnt sich aber hier. Ein Schlüssel. Oh. Gefällt mir aber nicht, was dort abgeht. Das gefällt mir nicht. Das ist alles rot hier. Au! Bin doch sofort weg. Ach, die Rüstung, die erhöht sich wieder. Oh, das kann ich auch. Lump. So. Ach, das ist doch praktisch. Wunderbar. Kein Schaden bekommen. Schlag echt schnell zu. Muss ich mir sogar mal Mühe geben. Ist jetzt aber verfeuert. Ui. Gibt's die denn nur? Gott verflucht. Wo krieg ich den Schlüssel her? So eine Hütte. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ach, ist so optimal für mich. Welches dumme Kätzchen das denn geschrieben? Und wenn ich den hat vergessen. Ich. Du hilfst uns doch nicht. Miau, sicherlich räudiges Kätzchen. Ein Händler hat uns etwas fantastisches Fleisch verkauft. Doch wir haben schon alles gefressen. Hilf uns, Fleisch zu finden. Bitte, wir brauchen das Fleisch, 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 wirklich. Verdammte Fellknäuel, sie setzt zum Sprung an. Los, finde das Fleisch. Drehen ja alle durch hier. Bei Twitch hat sich nicht viel getan, weil ich aber auch relativ wenig gestreamt habe in letzter Zeit, muss ich zugeben. Ich mache eh bloß zweimal die Woche, ne? Da tut sich nicht allzu viel.
aber gut hier. Kann ich auch. Ruhe hier. Komm mal hier. Alpha-Ruin. Level 5. Eine Faust mit dem Kaugummi. Du haust mich nicht. Warum ist die nicht mal tot? Jetzt. Aber nebenbei fange ich ja jetzt noch bei Instagram an. Aber aller Anfang ist schwer. Ne? Ich stecke einfach viel Zeit, Energie und Herzblut rein und schau, was passiert. Ui, so geknallt. Immer in die Omme rein. Krachbumping! Geräumt. So, kann ich jetzt auch mal eine große aufmachen oder wird das wieder nicht? Das ist doch eine Lecke. Herrlich. Toll. Immer diese Schlüssel und ich hab keinen. Klar, was denkst denn du? Komm mal in den Channel hoch. Jetzt hau ich dich was los. Ach so, das ist fürs Fleisch. Laut. Das gefällt mir ganz gut hier, da vielleicht mal schaden. Monsterfleisch bedenkenlos fressen. Bart, hast du das gehört? Was? Huah, Fleisch! Stöhnen die so. Beeil dich, wir brauchen mehr Fleisch. Oh, um Himmels Willen. Ist hier ein Timer? Nö. Beeil ich mich doch nicht. Au! Du nimmst mehr Fleisch mit. Wir müssen jetzt zurückgehen. Was, wenn sie dich fressen? Glauben sie nicht. Ich glaube nicht, weil du brauchst ja selber auch einen Twitch-Account. Also von daher ist das, glaube ich, schwierig. Ja, das ist einfach meine Twitch-URL. Damit können wir das machen. Dann kommen wir quasi direkt hier rein. Hier, nimm das Fleisch. Das riecht genauso wie das Fleisch vom Händler. Warum sind so viele von euch Fellknallen hier? Du hast lange gebraucht, wir überlegten, dich zu fressen. War noch ein Witz. Haha, ein Witz. Vielen Dank. Und nimm das hier an. Oh. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Bleibt mir fern. Okay. Den haben wir auch. Oh, na Mensch. Das sieht aus. Na, der Lecker. Fort mit dir. So. Ich weiß immer noch nicht, wo man Schlüssel herkriegt. Aber ich bin schon ein ganz schön kranker Dude. Octa-Cat. Gern mal noch eine neue Magie-Attacke.
ich mich hier schon so durchsäble. Ja, hier ist aber noch kein Hausmeister. Ich habe keinen gesehen. Hier gibt es anscheinend Fisch. Na, hoi. Blitz, miau. Wurzelt Feind knusprig, miau. Wissen, Blitz, miau gegen 50 Gold. Das nehmen wir. Wurzeln! Ah, das ist noch teurer. Links und rechts von dir knusprig. Ah, stimmt, ja, dann waren sie auch anfälliger. Dann machen wir auf der 2. Das geht ja auch bald. Nee, das spare ich mal erst. Man muss ja nicht alles verplauzen. Was ist denn hier los? Ich habe lange gewartet, genug am Wasser gelebt, um zu wissen, dass man Mäusen nicht trauen kann. Piratengesindel, alle von denen. Und da. Okay, dort oben ist ein Drache, den habe ich schon gesehen. Verdacht im Osten, ja. Immer sollen es die Ossis sein. Das ist wieder typisch. So. Nochmal hier. Beta-Ruin 15. Wartet sie auch in Stress aus. Ein Monument, schau, da ist eine Inschrift drauf. Der Frieden, den die alten Meister brachten, währte nicht lange, denn schon bald darauf kamen die Drachen. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. So, wie komme ich jetzt hier rüber? Ach du Scheiße. Ein Riesenumweg. Dann klappert's wohl. Jetzt hast du schon ordentlich Bananen, ja? Da machst du den Fidschi schon Konkurrenz mit seinem Obstgeschäft. Du Dummer! Das war ja wieder klar. Au! Nee, doch nicht au. So. Ah, Magie gibt's da auch. Da gibt's hier tausende von Nebenquests. Okay, also da kann man sich ja richtig verlieren. Komm mal hier. Und ich weiß immer noch nicht, wo es Schlüssel gibt. Ach, siehst du, ich habe noch was hier. Kein Mana. Ui, das schabelt da richtig in die Hütte rein. Okay, na das... Okay, das gefällt mir. Super, da freue ich mich, dass du so viele Bananen hast. Ich glaube, du solltest einen Bananenmolus von, Malus von mir bekommen. Wo ist er denn hier? Miau, das ist ein echt hoher Berg. Hey, das müssen wir uns näher anschauen, um zu sehen, wie er aussieht. Okay, ist sogar eine Katze. Also es ist schon sehr viel Liebe hier in dem Spiel. So. Hier ist ja wieder so ein Schuppen. Aber überall dasselbe Schmarrn hier. Kannst ja sonst wohin schieben. So. Ja, du bist das Drachenblut, nicht? Wusstest du, dass die beste Beute in den Höhlen und Dungeons gefunden werden kann? Mounts? Ja, das konnte ich mir schon denken. Achtung, Drache! Ah! Heia! Sieht aus wie von Hearthstone hier, diese Zimtrolle. Ist ja ein Mana-Kristall, nur dass er ja lila ist. Och du Scheiße, Level 14. Warte mal, bist du dir wirklich sicher?
Ich weiß, du hast schon einen Drachen getötet, doch dieser hier scheint anders zu sein. Wir sollten erst versuchen, stärker zu werden, viel stärker, damit wir auch noch ein paar Stunden hier beschäftigt sind in der Lootspirale. Durch Quests wirst du am schnellsten stärker. Ist das so krank, hä? Hallo? Oh, oh. Jetzt kann ich nicht mehr weg. Scheiße. Ja gut, dann. So, zack. Ey. Ich schaff das. Ach du Scheiße. Erstmal die Kleinen. Heia! Gott, oh Gott. Leichte Anspannung. Uhuhu. So, nur noch der Fette. Oh, das tut ja kaum was. So, da werde ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde gegen den kämpfen müssen. Ach du Scheiße. Okay. Kann ja ewig dauern. Meine Fresse. Es geht jetzt die nächste Stunde so. Oh, 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 oh. Lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße, ich dummer. Ich könnte jetzt mal ein neues Level vertragen. Wurde nicht meine Erfahrung gerade angezeigt. Scheiße. Nein, ich war schon wieder so dumm. Hat er sich gerade geheilt oder was hat er gemacht? Also es sieht gerade dünner aus. Und ich komme nicht weg. Auch ein neues Level. Sieht der eine mal so einzwingen, ja, was das soll. Aber so unmöglich ist es gar nicht. Man darf halt nur keine Fehler machen. Lass mich! Ich kann gerade nicht so wirklich gucken, was ihr schreibt. Oh, wird das so ein kleiner Furz hier? Mann, Mann, Mann. Es dauert aber ewig bis zum Level ab. So. Plautz. Das schaffe ich. Noch nie so was Episches gesehen. Stunden später. Jawohl, das sieht doch gut aus. Gleich geschafft. Ja.
Podcast.